Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die John Deere 616C/716C Schneidwerke an von vielen Moddern. Unter anderem Grundmodell kommt von Giants, Edit bei JHG Modding. Blender wurde das Ganze nochmal durch JHG Modding gemacht. Programmierung und Scripting hat auch JHG Modding gemacht. Und Special Ding Blendart. Ihr findet das Ganze in der Kategorie Werkzeuge und dann Maispflüger. Es sind, wie gerade eben schon gesagt, zwei Maispflüger-Schneidwerke für John Deere. Die komplette Beschreibung ist allerdings nur auf Englisch. Deswegen würde ich den Mod eher was einschätzen für, okay, wer ein anderes Schneidwerk haben will, cool. Wer sich noch damit auskennt, wer sich im Detail in der Realität damit auskennt, noch cooler. Ja, hier haben wir das John Deere 616C vom Jahre 2014. 12,3 Meter Arbeitsbreite, 13 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Die Hauptfarbe kann noch von dunkler Kunststoff in John Deere Gelb eingetauscht werden. Ja, das ist die Hauptfarbe, also sprich die Spitzen da vorne. Und die Designfarbe kann von John Deere Grün in schwarzes Matt noch mit umgefärbt werden, wer das denn möchte. Ansonsten haben wir vier Config-Blöcke, Messer, Hacken, Licht, Anbaukupplungstyp und Lakota Stalk Kompass R. Okay. Messer Hacken ist im Endeffekt Stalkmaster TM. Da baut sich da unten dementsprechend, gehen wir davon aus, Messer mit dran. Kostet 8.900 mehr. Dann gibt es Licht, Nein oder Hintergrundbeleuchtung. Das sind dann diese Lichter hier, die damit dazukommen. Dann haben wir Anbaukupplungstyp, Nein oder Stichstütze. Und dann haben wir dieses Lakota Stalk Dings einmal als R2, R4, R6 und R16. Ja, in mehrerer Ausführung eben. Ja, was das genau ist, ich nichts wissen. Ihr schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Beim 716C aus dem Jahr 2018 ist eigentlich auch alles gleich. Wir haben 12,3 Meter Arbeitsbreite, 13 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Auch hier kann Hauptfarbe und Designfarbe angepasst werden. Die gleichen Config-Blöcke wie auch beim 14er. Das Ganze kostet 119.219 in der Anschaffung oder 6.080 im Leasing. Ansonsten ist das alles gleich und die Diegels sind halt anders. Ich habe euch die mal hier hingestellt, wir gucken uns das Ganze auch noch in der Praxis an. Was vielleicht interessant ist, hier steht halt dafür, was geeignet ist für den S600 und für den S700. Nun ist es so, im Standardspiel haben wir ja im Endeffekt nur den S790 und den T560 von den Modbildern, aber ausgesehen ist das dieses STS-Pack. Da müsste es ein S600 und ein S700 geben. Könnt ihr aber auch für die Standarddrescher benutzen, falls ihr die nicht habt. Ja, John Deere 616C in der Variante ist halt nicht zuklappbar, ne? Ist halt breit. Das Ganze wird hier oben so schräg angewinkelt im zugeklappten Zustand, sodass man hier unten auch mal ein bisschen die, ich nenne es mal Technik, sehen kann. Beziehungsweise die Bänder und alles. Beziehungsweise die Reiser, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, schicke Sache. Ansonsten halt hier noch ein paar Warnhinweise mit Danger und Schießmistot dran. Ne, dann schickt nochmal der Anschluss. Blinker hinten noch mit für die Verbreiterung, dass man das auch sieht. Schick. Dann hier das 716C, also das größere mit dieser Hintergrundbeleuchtung. Also mit den Lampen da drinnen, mit diesen Teilen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und mit dem Messerblock unten drunter. Das sieht man von der Seite, sieht man das hier, das Schwarze, ne? Das Schwarze hier, was man halt hier in dem Fall nicht hat. Ja, ansonsten habe ich jetzt einfach mal den großen genommen und halt den 716C. Mit X klappen wir hier den ganzen Spaß auf. Dann klappt sich das hier nach unten. Dann haben wir mit der linken Maustaste zwei Möglichkeiten. Einmal nach links und rechts, da können wir dann diese Teile nach unten legen und einmal nach oben und unten, da können wir hier was ein- und ausfahren. Ich glaube, das hat was mit diesem Messerblock zu tun, ich bin mir aber auch nicht so wirklich sicher, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, Kenner, Realitätskenner werden da, denke ich mal, mehr ihre Freude oder ihre extra Freude dran haben. Ja, ansonsten anschalten und gib ihn. Wir haben Einzugsanimationen, die sehen sehr schick aus.
Ansonsten die Teile hier unten, ja, ziehen halt dementsprechend so mit. Da gibt es jetzt keine großartigen Veränderungen diesbezüglich. 13 km/h ist halt wie gesagt die Max-Stufe. Das Einzige, was ich jetzt halt hier noch machen kann, ist dementsprechend die Teile hier wieder einfahren. Dann liegt das Ganze eben so. Und wenn ich sie halt ausfahre, sieht man ja, wird das Schneidwerk etwas mehr angehoben. Ja. Aber das ist eine Realität für einen besseren Einzug dient oder, sei jetzt mal dahingestellt. Wenn ich hier mit den Tasten das Ganze hoch und runter mache, gibt es in dem Fall jetzt hier ja, keine weltbewegenden Unterschiede. Aber gut, warum nicht? Soll ja für jeden was da sein und sind an sich ja auch schicke Schneidwerke. Kann man ja nichts dagegen sagen. Lok ist sauber. Ja, und in dem Falle danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin erstmal raus. Peace.